Ich fand die Welt nicht stressig. Also ich habe mich auch irgendwo ein bisschen dezidiert, dass ich mich nicht stressen lasse. Auch die Hoffnung, was du aber gesagt hast, dass die Leute an dich setzen, das Vertrauen wird zu haben, ist für mich eine extrem, extrem Motivation am Anfang. Also Versammlung. Als Zielsetzung nach mir klar, dann ging ich wirklich, wirklich, wirklich gerne die Wahl gewonnen. Dann geht es für mich nach mir. Das gucken wir den 14. Oktober, wo wir die Wahl gewonnen haben. Wir haben auch eine Responsabilität. Ich habe mich auch in den Jahren und die, für die Responsabilität präpariert. Dann muss man gucken, der 14. Oktober. Ob sie können oder ob sie nicht können, das ist dann um Wähler zu dezidieren. Wir sind nicht ein Klientspartei, wir sind ein Volkspartei. Wir haben kein bipolares System, wo es rechts oder links ist, wo wenn die Rechts um den Pouvoir kommen, die Idee, dass Fouti mehr wird gauche gemacht oder gauche um Pouvoir ist umgedreht. Und ich will das auch evitieren, weil ich am Ende kommt, plötzlich bei der Politik an dem sind flott fanden, weil sie die Kompromisse zur Obligation möchte, weil sie damit eine Kontinuität an der Politik erlebt, dann noch eine Art Weise Politik zu machen, die nicht bipolar ist, die nicht von Roseraya von Hess erfüllt, als mir wieder hier gesitzt. Auf Ende kommt aber Diskussion, aber nicht erlebt. Das ist am Anfang die positive Seite von der Politik. Ist nicht nur eine Sache von Ideen, das ist auch eine Sache von Menschen. Guck, Radio 100,7.